Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Monster Train. Packdrang 8 steht immer noch an. Diesmal mit Erweckte und Höllenhörnern. Vielleicht kriegen wir irgendwas Schniekiges. Das gefällt mir schon mal. Die Stacheln, ja, wenn wir diese Stachelartefakte kriegen, die wir nur bekommen, wenn wir keine Stacheln auf der Hand haben. Dornen fügen einen mehr Schaden zu, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und natürlich kriegen wir jetzt die Dornen nicht. Willst du mich verarschen? Ja, dann nehmen wir die Verjüngung. Gott. Ist doch Panne. Trifft Regeneration dann nochmal? Scheinbar. Okay, wir sollten ordentlich auf Regen gehen. Ja, Regen triggert Verjüngung. Das ist ja nice. Okay, das reicht genau, um das so mal ein bisschen einzudämmen. Das ist Wurst. Dich packen wir schon mal raus. Du kriegst doppelte Regen-Verjüngung. Aber hier mit der Regeneration hat das keine Verjüngung ausgelöst. Was ist denn das? Nur ein einziges Mal, oder? Ha. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir nehmen die Explosion mit. Oh, wieso kriegen wir denn keinen, der zuhauen kann? Können wir dem nochmal einen aufsteigen, um irgendwelche Heiler oder Tanks nach oben zu schicken? Definitiv gehen wir hier zu den Höllenhörnern. Hallo? Okay. Okay. Dann eben so. Den Unhold nehmen wir. Jo. Zauber kostengünstiger, ja, kostenlos aufsteigen lassen, nehmen wir mit. Den Rest lasse ich mal. Ich hasse es. Okay, der erste ist weg. Den zweiten können wir auch wegmachen. Die kommt so jetzt ganz nach oben. Oh, nur der hinten steht. Okay. Ah, wegen der Verjüngung. I see. Jo, machen wir. Dann... Genauso wie vorher, aber mit weniger Life. Klasse. Ja, wir lassen ihn aufsteigen. Ihn packen wir auch weg. Ja, 35 hat er noch. 25. Aber er hat keine Eile mehr. Nice. Dann 5 Schaden kriegt er hier. Wow. Ja, er hat weitreichend, dann bringt es das auch gar nichts, hier irgendwas zu machen. Und tschö. Das gefällt mir. Dann lieber den hier.
Oh, aufsteigen und Schwindel. Na, wir nehmen mal den Kobold. Wir nehmen den Kobold. Dann auf jeden Fall ein Artefakt. Wut ist verdoppelt. Oder Einheiten zusätzlich. Wir nehmen die besseren Einheiten. Potenziell bessere Einheiten. Wir nehmen den Dude mit. Oh. Hätten wir jetzt die Beutelschneiderei. Oder den Beutelschneider. Wir nehmen die richtig fette Kohle. Guck mal, was wir gegen Daedalus machen können. Bomben kommen mit Schadensschild ins Spiel. Ah. Wäre eh nur interessant, wenn wir Flink hätten. Uff. Okay, wir setzen dich mal so ein. Eine zu früh. Okay, der stirbt, dann ist der egal. Die Bombe könnten wir nach oben schmeißen, das mache ich aber nicht. Wir könnten hier schon mal einen nach oben packen. Wut. Na komm, wir machen hier Wut und dienen als Tank. Packen wir den Knecht schon mal raus. Dich lassen wir aufsteigen, du kommst ja dann ganz nach hinten. Ja. Uff. Hier oben werden wir weggesprengt wie nochmal was. Ha. Der würde zweimal zuschlagen. Das ist es nicht so, die Welt. Das ist nicht tragisch. Alright, jetzt ist die letzte Welle am Start. Ich würde sagen, wir packen den schon mal nach oben. Geben dir noch mehr Bums. Ja, komm. Wir machen schon mal zwei Schaden. Ja! Zwei Damage. Der absolute Shit ist das. Geil. Okay. 250 kriegen wir hier nur reingedrückt. 300. Ah, wir können ihn nicht aufsteigen lassen, schade. Puh. Wow! Das war ja noch schlechter als vorher. Wir probieren es nochmal. Pass mal auf. Sind keine 10 Minuten drin, das passt schon. Was haben wir? Schieben. Zwei von den Kobolden umschlingen. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier kriegen. Ja, wir nehmen die Dornen. Und jetzt kriegen wir natürlich nicht dieses Ding. Ja. Dämonen anhalten halt einen Multischlag. Oh ja. Das ist geil. Das heißt, wir grasen jetzt fast nur die anderen Banner ab. 10 Rüstung, die könnt ihr gerne haben jetzt. Ich möchte einen Dämon. Die kriegen ja Rüstung.
Ja, das ist nicht ganz so cool. Ja, man kriegt ja keine Rüstung. Ah, die kriegen immer mehr Angriffskraft, wenn wir hier den Scheiß machen. Oh, jeez. Oh, jeez. Du würdest sterben. Ah. Okay, jetzt müssen wir hier unten gucken. 122. Wir löschen den da nicht aus. 138. Immer noch 138. Was ist denn das? Damn, er bleibt mit zwei Life am Leben. Und wir kriegen unnötigerweise richtig aufs Maul. Oh, das hätten wir uns sparen können. Er hat nur zwei Life. Klasse. Arschloch. Wir nehmen Regen. Acht Wut nehmen wir mit und ja, oh. Na, warte mal. Ja, wir nehmen ihn hier. Okay, hier rüber. Jeez. Den Alpha und halt pro Angriff plus 5. Das heißt, er kriegt 10 jeden Angriff, weil er Doppelschlag hat. Oder Multi-Angriff. Dir geben wir noch ein bisschen Life dazu. Und extra Wut. Und endlos könnten wir eigentlich ihn hier machen, ha? Huh? Oder jede Runde den Gratis-Tank, der nur einen Platz frisst. Mit 21 Life. Ah, ist nicht so viel. Dann lieber ihn hier. Nee. Du kriegst auch Wut. Komm, du kriegst 25 Life. Als Tank. Als kleiner Mini-Tank. Gucken wir, ob wir es diesmal besser machen gegen... Oh halt, wir sind noch gar nicht da. Wir sind noch gar nicht da! Das rumst ordentlich. Du gibst hier nochmal 20 Schildgedönse drauf. Es stirbt sowieso alles, aber wir sparen uns ein bisschen Damage. Kommt was durch? Nein. Schade. Okay, machen wir so. Und der Boss ist Geschichte. Dann wirst du auch noch wütend, so. Du gehst drauf, so. Passt, würde ich sagen. Ja. Das ist Schnieke. Boah, kein Dämon, echt jetzt. Das ist doch scheiße, wir nehmen uns doch so einen Mini-Tank mit. Alter, wieso denn kein Dämon? Ich hab doch hier Multi-Angriff. Und als Banner kriegen wir auch keinen. Das heißt, wir gehen auf die Seite rüber. Hm. Die Schienennägel. Wut und Rüstung. Oh.
Komm, wir nehmen das da. Vielleicht bringt uns das mal was. Gut, dann können wir jetzt heilen. Und kopieren uns den da. Damit wir zumindest ein bisschen was von dem hier benutzen können, ja. Alright. Dann stellen wir den hier gleich nach unten. Es stirbt nicht alles. Das ist zwar eigentlich egal, aber das passt schon. Dann der nächste kommt hier rein. Du kriegst noch mehr Bums dazu. Den Rest muss ich leider so lassen. Ich möchte nicht, dass der noch mehr Schaden macht an mir. Okay. Du hier. Langsam wird's kritisch hier unten, würde ich sagen. Ja. Wir brauchen Heilung. Ja, das ist etwas arg scheiße. Unser Champ ist weg. Danke dafür. Ich könnte kotzen. Ja, er hat Schadensschild, damn. Wenn ich ihn hier hinstelle, kommt gar kein Schaden durch. Nice. Oh, letzte Welle. Stirbt. Ast rein. Aber nur noch rohe Gewalt. Noch so ein. Brauchen mehr Platz. Definitiv mehr Platz. Und mehr Höllenhörner. Als Artefakt bekommen wir Einheiten, kriegen den zusätzlichen Verbesserungsplatz. Nice. Ihr Zuggelatte seid unnütz. Sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, aber ist halt so. Und wir nehmen noch mehr Dornen. Jawohl. Multischlag. Ah, der macht halt 7 Schaden. Ah. Nee. Nope. Okay, hier kriegen wir dann schon mal extra Dornenschaden. Du bist unten auch eingepflanzt. Dann kommst du hier rein. Und du bekommst, würde ich sagen, einen Tank vor die Nase. Und ich sage, du bleibst unten. Ah, ja, komm. Nein, das nach vorne bringen. Komm, bring den mal nach vorne. Okay, die beiden sterben. Die zwei sind komplett egal. Hat super funktioniert. Hier müssen wir langsam mal ein bisschen Heilung reinklatschen, ha? Huh? Ja. Bisschen Schaden freuen wir uns auch. Kurz Atempause. Wir hätten die Regen brauchen können. Komm, dann geben wir hier noch ein bisschen extra Schutz.
du greifst auf jeden Fall hier an. Stirbt. Ich nehme die noch raus, einfach weil ich es kann. Passt. Heilzauber kosten weniger auf der Ebene? Nimmt auch einen Platz weg, ne? Ein bisschen Heilzauber und hier haben wir wieder nichts. Ich weiß, meine größte Schwäche ist, dass ich jede fucking Karte nehme, die ich kriegen kann. Wir holen uns ein Artefakt. Ja, nicht so ein prickelndes Artefakt, aber immerhin. Ja, die Höhle mit den Augen. Ja, moin. Wie geht's euch? Oh, jetzt geht's gut. Ja gut, dann hier ein bisschen Cash. Ach, wir wollen den schnöden Mammon nicht. Vielleicht doch. Okay, dann nehmen wir halt die Dinger. Ah, danke schön, ich bin würdig. Das ging flott. Ausnahmsweise. Und als Kopie. Wir haben echt wenig Heilung. Wobei wir jetzt ja das Ding bekommen haben. Wir könnten uns noch ein bisschen was kopieren. Ah. Frag dich nur was. Komm, wir kopieren das Ding. Das hat keine negativen Sachen, das verbessert einfach nur. 15 Rüstung. Ja, das machen wir mal an. Das wird schon irgendwie passen. Ihn könnte ich noch spielen. Ja, wir spielen ihn. Wir müssen nur hoffen, dass wir was davor stellen können gleich. Ja, können wir. Dann hier wollen. Das kann ich eh nicht umbringen, das auch nicht. Oh. Ja, hier möchte ich noch den Dornen-Dude reinstellen. Also mehr Dornen auf der Ebene. Bestellt und geliefert worden. Hier stellen wir den noch rein. Und wir heilen und verbessern auf jeden Fall. Uns geht nämlich schon wieder der Saft aus. Hier geht uns auch langsam das Life aus. Wir kommen, nehmen den mal nach vorne. Dann stirbt alles Relevante, das ist egal. Im nächsten Zug eine Karte ziehen. Okay, dann machen wir das. Die kurze Atempause. Die... Ist halt jetzt die Frage. Der eine Region ist fast egal. Komm. Machen wir da ein bisschen live drauf. Und das war's dann auch schon. Gut, er stirbt. Mit den 5 extra Angriff pro Hit ist echt nice. 150 Gold extra. Das wäre eigentlich gut zum Angreifen, aber wir nehmen kostenlose Komplettheilung. Wir nehmen das Koboldopfer mit. Wir haben echt viele Kobolde auf der Hand. Oder im Stack. Wir haben ordentlich Cash, wir könnten hier hingehen, aber wir möchten Einheiten verbessern, würde ich sagen. Extra Chunky, extra Angriff. Machen wir den hier. 25 Life.
Ah, warte. Kriegt der da? Vier Dornen. Okay. Kriegst du? Endlos! Hey. Wir könnten dann den Dicken hier als Tank jedes Mal dazustellen. Dann nochmal 25 live. Ah, warte. Und 10 Angriffskraft kriegst du von Haus aus. Nee, warte. Die kriegen ja von alleine schon was. Also. Was bietest du mir jetzt an, meine Lieblingshöhle? Hm? Einen Schienennagel. Oh, ein Packgleis, sorry. Es ist ein Schienennagel. Wir könnten was verbannen. 20 Angriff, 20 Life. Das gleiche mit Magie. Ich möchte eine verbessern, die wir dann verbannen. Und zwar einen von denen da. Haben zu viele davon, finde ich. Dann schmeißen wir die zwei noch weg. Joch. Auf zu viel. Multischlag und Wut auf die Alabasterwachen. Ja, das passt. Oder nicht nur auf die Alabasterwachen. Sorry. Auf alle. Uff. Wir haben keinen gezogen, den wir brauchen könnten. Na. Das ist auch nicht wirklich prickelnd, ja. Okay, dann nehmen wir den schon mal komplett raus. Sparen uns Schaden. Ja, jetzt kriegen wir wenigstens einen davon. Der kommt hier unten rein. Der Dicke passt hier nämlich nicht. Den Dicken stellen wir hier dazu. Ja, hier ist der Dicke, der kommt hier rein. Dann packen wir hier noch mehr Dornen dazu. Und dann sollte das jetzt eigentlich relativ gut laufen, würde ich sagen. Außer natürlich, wir verrecken hier. 22, gut. Wir regenerieren hier schon mal und stellen den Tank hier nach vorne. Fünf Schaden, aber Rüstung. Jupp. Dann Regen. Drei Schaden und nach vorne? Okay. Den Damage sparen, auf jeden Fall. Das ist jetzt wieder okay. Ich würde sagen, wir heilen uns einmal voll. Opfern den Kobold. Töten ihn hier. Und haben wieder Platz für die Dornen. Komm, gib mir den Dornen-Dude. Nee, immer noch nicht. Na gut, dann heilen wir hier voll. Das wäre nicht hier sinnvoller gewesen, ne? Komm, gib mir den Dornen, Mensch. Nope. Kriegen wir nicht. Gut, dann stellen wir hier noch einen. Ah, ja. Obwohl, das brauchen wir ja gar nicht. Nice. Oh ja. Und wir nehmen nochmal mehr Platz. Ja. Dann können wir hier unten auch den Dicken hinstellen. Und die extra Dornen. Also, wir verbessern nochmal Einheiten. Endlos. 10 Angriffskraft. Damit du nicht sinnfrei bist. Komm, wir geben dir 10 Angriffskraft. Und üben nochmal mehr Life und ein bisschen mehr Bums.
Endlos könnten wir auch jemanden geben, ha? Huh? Komm, wir geben einen von denen Endlos. Na, wir würfeln das mal nicht. Wir sparen uns ein bisschen Kohle für nachher. Und hier kommt nochmal der Historiker. Moino! Oh, definitiv nehmen wir die Flink-Geschichte. Könnten wir in der letzten Ebene, glaube ich, nochmal kopieren. Und wir nehmen definitiv die Dornen hier. Schade, dass wir das Artefakt mit dem Dornen nicht haben. Das wäre richtig nice in Kombination mit dem Dude, der Dornen verdoppelt. Gegner mit 5 Dornen, das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, den Dicken können wir jetzt hier unten reinstellen. Wir wenden auch gleich Flink auf ihn an. Reicht noch nicht. Okay, wir haben noch... Ich stelle ihn mal hier hin, das war's auch in der Runde schon. Ich möchte mir das hier bitte ersparen. Okay, folgendes. Wir holen uns hier das Geld ab. Heilen hier ein klein bisschen. Ups. Und heilen nochmal ein bisschen. Es kommt zwar immer ein bisschen was nach oben, aber das ist okay. 5 verfügbar, nice. Wir gucken erstmal, was wir kriegen. okay. Setzen wir hier ein... Dann machen wir das. Ja, wir könnten ihn... Ah, nee. Mehr Life, mehr Life. Dann kommst du nach vorne. Oh, halt, ich habe ihn verwurzelt. Ups, ich dachte, es wäre nach vorne ziehen. Mein Fehler. Hier machen wir das so. Opfern ihn noch gleich. Heilen einmal voll. Und hätten jetzt noch... Okay, du... Wir heilen dich ein bisschen. Oh, Gott sei Dank ist ja jetzt endlich am Start. Hier verreckt alles. Heilung könntest du eigentlich brauchen als Backup. Hm? Ja. Ah, nice. Nein, nicht nice. Wir haben keine Gedönse mehr. Stirbt. Dann heilen wir nochmal voll. Der Rest ist Wurst. Oh. Passt, würde ich sagen. Dann nehmen wir diesmal das mit den Dornen. Oh, als Koboldopfer. Ja, komm, wir nehmen nochmal das Ding. Können wir noch mehr Kobolde wieder rausnehmen. Genau, hier können wir kopieren. Hier können wir kopieren, sorry. Dann gehen wir auch gleich hier rüber. Erstmal kurz gucken, welche Zaubermöglichkeiten wir hier hätten. Wir könnten das ja günstiger machen. Ah, jetzt haben sie auch die Beschreibung geändert. Ja, hier ist eigentlich nicht wirklich was prickelnd dabei. Wir würfeln neu. Das ist sehr geil, wenn wir am Anfang die richtigen Sachen ziehen. So, dann Zauberbiss 10 magischer... Moment, wir machen den auf jeden Fall günstiger. Wenn wir jetzt das hier nehmen, könnten wir noch einen Flink abgreifen.
Ah, ist Permafrost gekommen. Okay, dann machen wir das hier kostenlos. Ne, wir machen das hier günstiger. Plus 20 und Verbrauch? Oh, das macht nur 25. Ah ja, komm. Wir haben von denen zu viel. Die werden wir auch gleich los. Mit den schwachen Angriffen können wir nichts anfangen. Und dann nehmen wir noch... Ah, das Ding. Also, auf geht's. Wir hätten noch einen Zauber wegschmeißen können für 50 Gold. Hm. Schade. Der erste Zauber bekommt Verbrauch. Ja. Jetzt kommt der Dicke. Dann stellen wir den Dicken hier oben rein. Das wird die übelste Party. Oh, wir kriegen Schaden. Wir könnten auf jeden Fall hier die 11 Schaden negieren. Machen wir auch. Okay, dich stellen wir dann nach oben. Wir verbrauchen das Ding. Na halt, wir verbrauchen das verwurzelt. Einfach damit es weg ist, damit wir die Sachen öfter benutzen können. Gib mir das Buch mit Flink. Ach, ich wollte ja, das ist das Flink-Buch. Wollte ich ja, damn. Ich wollte das Flink-Buch verdoppeln, richtig? Richtig. Oh. Das habe ich dann wohl ein klein bisschen vergessen. Ja, das andere ist auch einer. Sehr cool. Komm, dann geben wir hier Rüstung drauf. Und, hier gehen wir nach vorne. Nähalen voll. Geben hier noch ein bisschen Bums dazu und hier noch ein bisschen Regen. Ja, ordentlich reingeschmettert. Okay, du bist flink. Das ist ein bisschen arg verschwendet, ne? Aber es sieht echt gut aus. Es sieht richtig gut aus, würde ich sagen. Du kriegst hier noch Wut dazu. Du regenst. Was im Wort? Und dann ist er tot. Dann sparen wir uns den Damage. Nice. Hey, Pakt dran. 9 ist aktiv. Jawohl. Sehr schnicke. Nice. I like. Ja, 2 Herausforderungen mitgenommen. Genau 41.000. Nice. Deine Höllenglut nimmt am Anfang der Reise 20 Schaden? Was? Und die haben alle einen schönen Rahmen gekriegt. Dankeschön. Jo, André. Wird langsam Zeit, dass du ein bisschen aufsteigst. Also gut. Wir machen das nächste Mal gleich mit Paktrang 9 weiter, würde ich sagen. Wir versuchen es nochmal mit den beiden. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.